So, nachdem wir uns im letzten Video mal angeguckt haben, wie der NE555 von innen aufgebaut ist und funktioniert, schauen wir uns jetzt mal an, wie denn ein astabiler Multivibrator mit Hilfe des NE555 aufgebaut werden kann. Dazu beschaltet man diesen NE555 folgendermaßen. Man schaltet am Anfang zwischen der Betriebsspannung und der Masse zwei Widerstände und einen Kondensator, so dass der Kondensator sich über diese beiden Widerstände R2 und R1 aufladen kann und greift dann diese Spannung des Kondensators ab und führt sie letztendlich über die Eingänge an Pin 2 und an Pin 6 auf die Eingänge der Komparatoren. Das heißt, man kann mit dem unteren Komparator die aktuelle Spannung des Kondensators mit 2 Volt vergleichen und mit dem oberen Komparator die aktuelle Spannung des Kondensators mit 4 Volt vergleichen. Des Weiteren schaltet man den Anschluss zwischen den beiden Widerständen mit dem Eingang von Pin 7, sodass wir später den Kondensator über den Widerstand 1 mit Masse verbinden können, also den Kondensator über den Widerstand 1 wieder entladen können. Gut, gucken wir uns einmal eine Ladekurve eines Kondensators an. Und dann sieht man, dass der Kondensator am Anfang sehr stark geladen wird, das heißt, die Spannung steigt sehr stark an und der Anstieg wird dann immer kleiner und nähert sich dann asymptotisch gegen diese Betriebsspannung von 6 Volt. Gut, solange wir eine kleine Spannung am Kondensator haben, nehmen wir mal an, wir sind jetzt bei 1 Volt angelangt, so lange ist hier diese Spannung am invertierenden Eingang des unteren Komparators kleiner als die Spannung am nicht invertierenden Eingang. Das heißt, wir haben hier ein Heilpotential und dieses Heilpotential wird letztendlich sorgt dafür, dass letztendlich der Flip-Flop durchschaltet und hier ein Low-Potential ausgibt. Dieses Low-Potential wird über den invertierenden Eingang wieder als High-Potential nach außen gegeben und steuert auch oben den Transistor mit Low-Potential an, das heißt, der Transistor sperrt und der Pin 7 hängt letztendlich hierüber in der Luft. Das heißt, hier fließt kein Strom durch den Transistor gegen Masse und der Kondensator kann weiter aufgeladen werden. Gut, wir steigen also höher mit unserer Spannung, überschreiten die 2 Volt. Wenn wir größer als 2 Volt sind, dann haben wir hier entsprechend ein Low-Potential und dieses Low-Potential nimmt im Prinzip den Setzeingang zurück, hat also dann keinen Einfluss mehr auf das Flip-Flop, sodass sich hier im Ausgang soweit nichts ändert. Gut, die nächste interessante Schwelle ist letztendlich hier bei 4 Volt. Bei 4 Volt vergleichen wir entsprechend auch hier am oberen Komparator die Eingangsspannung mit diesen 4 Volt. Das heißt, wir überschreiten jetzt diese 4 Volt, wir sind hier also größer als 4 Volt. Genau genommen knapp drüber. Und wenn wir hier knapp drüber sind, dann haben wir am Ausgang des Komparators ein Heilpotential. Dieses Heilpotential wird ja auf den Reset-Eingang geschickt. Das heißt, der Flip-Flop wird zurückgesetzt. Durch diese Invertierung hier am Ausgang bekommen wir hier am Ausgang ein Heilpotential. Dieses Heilpotential wird über den invertierenden Verstärker am Ausgang invertiert und entsprechend als Low-Signal ausgegeben. Aber jetzt passiert Folgendes, dieses High-Signal steuert nun den Transistor an, das heißt, der Transistor wird leitend. Ich mache hier mal so eine leitende Verbindung dazu. Und durch diese leitende Verbindung wird letztendlich dieser Punkt hier oben auf Masse gezogen, sodass der Kondensator sich anschließend über den R1 entladen kann. Der R2 wird letztendlich von
Der hängt letztendlich nur zwischen der Betriebsspannung und Masse. Das heißt, hier fließt ein Strom durch R2 gegen Masse, quasi in einem getrennten Stromkreis. Und der Kondensator wird letztendlich über R1 entladen. Das heißt, die Ladekurve endet hier an dem Punkt und geht letztendlich in eine Entladekurve über. Das heißt, der Kondensator entlädt sich wieder. Und zwar über den Widerstand R1. Das geht so lange, bis die Spannung am Kondensator ein Potenzial von 2 Volt erreicht hat. Das heißt, irgendwann kommt diese Spannung, ist dann leicht unterhalb 2 Volt. Ich trage es hier mal ein. Wir sind also unter 2 Volt. Wenn wir hier kleiner als 2 Volt sind, also ist der nicht invertierende Eingang höher bespannt als der invertierende, sodass wir hier am Ausgang des unteren Komparators nun ein Halbpotential haben. Damit wird der Flipflop gesetzt durch den Inverter hier am Ausgang, bekommen wir am Ausgang ein Low-Potential. Dieses Low-Potential wird als High-Potential ausgegeben, eine Verstärkung am Ausgang wird emittiert. Und intern wird halt dieser Transistor gesperrt. Das Low-Potential, jetzt ist ja hier an der Basis angeschlossen und die Basis-Emitterspannung ist dadurch so klein, dass dieser Transistor sperrt, sodass der Punkt 7 nicht mehr auf Masse gezogen wird und letztendlich in der Luft hängt. Das heißt, wir haben hier keinen Anschluss mehr gegen Masse. Und nun beginnt das ganze Spielchen von vorne. Das heißt, der Kondensator wird wieder über R2 und R1 geladen, sodass wir wieder so eine Ladekurve bekommen. Das geht wieder so weit, bis wir hier wieder diese 4 Volt erreicht haben. Dann passiert wieder das gleiche wie eben und der Kondensator wird entladen. Und jeweils in dem ansteigenden Ast oder im fallenden Ast haben wir letztendlich auch eine wechselnde Ausgangsspannung. Und so haben wir einen astabilen Multivibrator erstellt.